Gute und herzlich willkommen zum Let's Play hier. Erstmal wieder Trommel zu Stardew Valley. Oh, unser Haus sieht ultra krass aus schon. 7906 Goldmünzen und wir gucken uns mal den Wetterbericht an. Willkommen bei Kursus 5, deiner Lieblingsserie für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag. Was soll es auch sonst im Sommer werden? Ach, scheiße, ist hier schon der 18. Wahrsager. Oh, ich sehe ein Glitzern in meinem Kristallkugel, eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Gäste sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jeden heute gutes Glück zu bescheren. Okay, das ist vielleicht mal ein gutes Zeichen, dass wir heute mal die lila Hose vom Bürgermeister suchen. Wäre ja mal so eine Idee, ne? So, irgendwie so. So, Leben von Land. Willkommen, mein Leben vom Land. Spezioren, der Sommer ist bekannt für seine Gewitterstürme. Wenn du weißt, wie man einen Blitzableiter herstellt, kannst du die Elektrizität nutzen, um Batterien herzustellen. Diese können da verkauft oder zur Herstellung von Objekten genutzt werden. Okay, warte mal. Das will ich mir gerade mal aufschreiben. Blitzableiter. Wo habe ich meinen Stift? Moment. So, da haben wir ihn schon. Blitzableiter. Sommer. Blitzableiter. Machen wir so einen kleinen Pfeil hin. Batterien. Batterien. Ausrufezeichen. Zack, okay. Ja, alles klar, ey. Das ist ja saucool. Das ist ja ein super cooler Tipp. Ah, guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Oh, und Hopfen. Super. Ach, schön. Hallo? So, ist die Sauerkiste eigentlich noch? Yes, wir haben noch Platz. So, ich muss jetzt mal hier noch mal ein bisschen Quarz. Ich weiß gar nicht, wozu wir das brauchen. So, ist hier. Oh, hier ist ja auch noch was gereift. Nice. Nicer Kram, ey. So. Okay, dann hauen wir noch mal hier ein paar Sachen rein. Tomaten gibt es immer wieder, ne? Weil, haben wir nicht mehr sicher, ob Tomaten auch wirklich immer funktionieren. Ah, Chicken. Chickens, Chicken. Oh, wo sind denn alle meine Chickens? Da ist auch noch ein Chicken. Oh, und da ist auch noch ein Chicken. Nein, Chicken. Wo ist hin? Muss die mal eigentlich hier einfangen. Ja. Ja, du hast hier recht. Hab ich noch gar nicht Hallo gesagt. Ja, großer. So. Ich weiß gar nicht, muss ich eigentlich irgendwas machen? Pam ist durstig. Bier. Okay, die will Bier. Okay, gucken wir mal, haben wir hier jetzt irgendwas? Nee, okay. Die sind glücklich, weil sie Essen haben. So. Devil. Haben wir jetzt allen Hallo gesagt? Ein Hühnchen fehlt, oder? Ein Hühnchen sehe ich hier nicht. Da ist eins. Hier ist ein Baby. Ein Monat. Yola. Okay, Yola Cola. Ich sehe hier sonst keins mehr, ne? Was ist denn das andere Chicken? Okay, komm, wir gießen erstmal, dass wir das unser tägliches Vergnügen hier am Gießen auch haben. Und dann können wir immer noch gucken, was wir machen. Da ist ja schon 8 Uhr jetzt mit dem Kram verplempert. Und wir grüßen von den Chickens und sowas, aber alles schön und gut. Ach, ich bin so blöd, ey, ich hätte gar nicht gießen müssen, guck mal. Ja, genau, das machst du richtig. Alter, ey, ich verschwende da so viel Energie immer. Blödsinn. So, jetzt hier erstmal gießen. Dann gießen wir noch die ganzen Pflanzen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier gepflanzt habe. Müssen wir sowas echt mal notieren eigentlich. Das ist ja unerhört, ey. Ich mir das nicht merken kann. Das ist schon ein bisschen peinlich. Peinlich. Aber ja, ist in Ordnung, würde ich mal sagen. So, dann hier gießen. Dann da gießen. Gießen. Gehen wir mal nach Gießen. Sind wir hier nicht in Dänemark? Denen ja nicht. ja. Wie auch immer. So. Und wenn wir das dann hier komplett hier haben, muss ja wahrscheinlich, ja, muss das Wasser jetzt eh schon auffüllen. Ganz großes Kino. Ich bin wahrscheinlich mega fertig. Weil, ja, verbraucht hier immer so viel Energie. Braucht man echt die, eigentlich brauche ich mir wirklich die Eisengießkanne, aber kann ich mir erst leisten, A, wenn ich genug Knete habe. Und B, wenn, wenn ich genug Eisen auch habe. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen ich habe. Ich habe auch ein bisschen Eisenverbrauch, weil Gründe. Also nein, vor allem, weil ich ja viel. Ja. Habt ihr doch schon Hallo gesagt. Weil ich doch, so, ich hoffe, dass das jetzt alles hier auch geklappt hat. Ja, so auch. So, huch. Hallo. Ja, ich muss auch schon gleich wieder nach
züchten, oder? Hier ist Wasser. Das ist schon fast wieder leer. Alter, und ich bin jeden Tag mega im Eimer dann, wenn ich das mache. Wieder, so, oh, nochmal Wasser. Und ich frage mich, was die Eisengießkanne macht, ob die irgendwas besser macht oder irgendwas anders. Das würde mich mal interessieren. Weil ich glaube, ja, genau, dass ich so einen Blödsinn hier nicht mehr mache. Wieder neben gießen. Bringt nämlich keinen hier was. Na? So, das andere Chicken Evil, Evil Chicken muss ich hier nochmal begrüßen, sonst wird es sauer. Wird es eifersüchtig. Ja, lass mich nicht begrüßen, lass mich gar nicht gern und so. So. Evil Chicken, aber es heißt ja Devil, das eine Chicken, ne? Ja, Devil genannt. Weil Devil so ein schöner Name ist. So, herzallerliebst, um nicht zu sagen, ne? So. Gut, okay, so. Hier haben wir schon Hallo gesagt, da haben wir dich noch. Devil. Aber wo sind die anderen? Dann sind hier nicht. Gar nicht dort, nicht hier nicht. Okay, gucken wir mal in die Höhle wieder rein. Was hier ist? Nichts. Okay. Der Hund passt ja hoffentlich primär auf die auf. Vielleicht sollten wir auch einen Holzzaun da drum bauen. Ich weiß halt nicht, wo das andere Chicken ist. So, egal. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Und machen mal hier Folgendes, ne? Also wir nehmen mal die Angel mit auf jeden Fall. Weil Gründe. Dann lassen wir das mal hier und das hier lassen wir auch mal hier. Das nehmen wir mal mit, falls wir wieder irgendwelche Würmchen finden. So, feiner Hund. Ja, bist ein toller. Würde ich gerne manchmal mitnehmen, so auf so ein Abenteuer oder so. Ist schon cool, weil in die Höhle wollte ich jetzt heute nicht. Jetzt kann ich mir was wir das letzte Mal machen wollen. Ach, ich hätte vielleicht die letzte Folge nochmal selber gucken sollen. Was echt peinlich ist, wenn man überlegt, dass man die letzte Folge selbst nochmal guckt. Wirkt so ein bisschen, weißt du? So. Okay. Achso, ich wollte mich ja hier, ne? Ich wollte ja hier sparen gehen. Ach, und ich wollte ja eigentlich mal die Hose suchen. So, aber hier ist sie nicht. Hier ist sie sowas von nicht. Muss unbedingt die Hose suchen. Und in der einen Folge hat Schrecki gemeint, ich hätte die Hose zigmal gesehen. Ich überlege die ganze Zeit, ob das bei der Lea war. Das bei der Lea ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht von der Lea, weil mit der will ich eigentlich was anbahnen. Und dann hat die was mit dem Bürgermeister hier abschaffen. Wäre ein bisschen seltsam. Echt ein bisschen komisch. Der Bürgermeister hat seine Chance verloren. Er bittet darum, sie zurückzubringen. Unauffällig. Dem Bürger Louis Violette Chance. Muss ja irgendwo sein, Mann. Ich überlege gerade. Wir haben Chickens gekauft. Wir haben Lea mal im Haus besucht. Wir waren mehrmals in dem Bereich unten. Vielleicht liegt die unten irgendwo da. Da, wo Leas Haus ist und die Chickens. Vielleicht liegt die da irgendwo. Vielleicht liegt sie aber auch in irgendeinem anderen. Aber ich glaube, ich war in sonst keinem Haus mehr, außer bei Pierre nochmal, ne? Vielleicht Pierres Frau. Vielleicht betrügt Pierres Frau Pierre, weil er so viel arbeitet. Nur am Schuften ist. Und sie deswegen keinen Bock mehr auf ihn hat. Sie denkt, Alter, nee, ist nicht. Ich will ihn nicht mehr. Ich will jetzt einen Mann, einen stattlichen. Hallo ihr Leute. Na, ich sage euch jetzt nicht hallo. Seid eh immer so komische Kerle. Leute, Frauen, Typen. So, einmal, kann ich ja nicht sortieren? Ah ja, genau. So, achso, haben wir eigentlich jetzt. Das ist Herbstpaket, was haben wir hier noch? Was haben wir hier? Trüffelöl habe ich nicht, aber Honig habe ich schon. Chili habe ich schon. Was habe ich hier noch? Eine Kirche, Pfirsich. Alter, ey, was für so Shit-Dinger. So, Ei kriegen wir noch. Das kriege ich nie im Leben zusammen, den Kram. Schwarzes Brett. Oh, was haben wir hier? Ah, das haben wir schon. Aquamarin. Oh, eine Sonnenblume. Stimmt, eine Sonnenblume brauchen wir. Und eine Entenfeder hatten wir auch schon mal. Dann, hier wäre noch ein Kaulbarsch, den haben wir schon. Hopfen, violetter Pilz hatte ich den mal. Der will Eichenherz. Granatapfel. Aha, aha, aha. Das kriegen wir auch hin. Apfel. Weiß ich gar nicht, wo ich das herkriegen soll. Sirup, Mohn, Straußfarn, Trüffel und Spiegelei. Okay. Und unser Haus müssen wir auch mal upgraden. Ach, und überhaupt. Schon nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber gut, wir versuchen unser Bestes.
und gehen jetzt erstmal runter an den Strand, um da noch ein paar Schätze zu sammeln. Und da unten gibt es ja auch wieder Zeug, ne? Zeug. Zeug. Und wir brauchen auch wieder eigentlich, wie heißt's? Sag schnell. Das Zeug, womit ich hier das da machen kann. Wie heißt das denn nochmal? Krabben, nee. Irgendwas. Oh, guck mal, hi Lea. Bin für den Klang des Meeres gekommen. Wunderschön, nicht? Ja, wunderschön. So wunderschön wie du. Ich bin hungrig. Wo ist Mama? Keine Ahnung. Mein Vater hat mir etwas über unsere Feinde erzählt. Das Gotorreich, ein skrupelloses Volk. Was? Feinde? Wie Feinde? So. So, das haben wir jetzt erstmal. Dann checken wir erstmal hier nochmal die Lage. Ein Volk, was wir als Feinde ansehen? Feinde? Das ist ein bisschen, skurril. Um nicht zu sagen komisch. Um nicht zu sagen, So. Segel. Segel, ey. Segel. Kannst du schon in der Hand anfassen. Auch wenn die pieksig heißen, sind sie trotzdem händelbar in der Hand. So, hier kann ich nicht rein. Ne? Wir gehen jetzt mal in Leas Bude und gucken mal, was da so abgeht. Damit Lea irgendwas machen können. Also, ihr dürft das nicht verstehen, sondern ich meine eher, ob wir mit Lea in die Bude gucken können. So, nichts. Toll. Dann versuchen wir noch ein bisschen am Fluss zu angeln. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht hier die Shorts vom Hausmeister finden. Vom Bürgermeister. Lila, aha, Bücherregal. Leben auf dem Land, ein praktischer Leitfaden. Oh! Die Frau könnte uns wirklich noch mit Schall von Leas Gemälden, hauptsächlich Landschaften und Natur. Eine Holzkultur an Lea arbeitet. Wundervoll nach Zeder. Sie riecht wundervoll nach Zeder. Ah, oh, Lea riecht nach Zeder, toll. Was haben wir hier? Keine Nachrichten. Also, Lea wohnt in einem kleinen, bescheidenen Heim. Ich schlafe in ihrem Bett. Vielleicht können wir so ein Bild mal schicken. Wann hat denn eigentlich Lea Geburtstag? Das würde mich mal interessieren. Komm, wir angeln mal gerade. Gucken wir mal, ob wir da unten auch noch mal irgendwas finden. Ich will eigentlich die Shorts vom Bürgermeister. Toll. Shorts vom Bürgermeister mal finden, endlich. Dass wir die mal haben. Und, oh yeah. Yes, danke. Der Fisch wird nicht perfekt, aber das war es mir wert. Yeah, eine Brasse. Und? Toll, Köder. So. Wenigstens ein Köder wieder. Hat sich ausgeglichen. Aber ich hätte gerne wieder mehr Köder, ne? Mein Gut, es ist jetzt hier wieder so eine langweilige Angestelle. Aber, es gibt Geld. Es gibt Geld. Wir brauchen unbedingt Geld, ey. Vielleicht sollte ich auch immer so einen Monat so Dinger sparen, weißt du? So, also hier die Fische, die sind ja jetzt gerade echt. Also die wehren sich ja rapide hier. Die wollen ja gar nicht mal geangelt werden, so richtig. Die sagen sich so richtig, nö, ich will gerade nicht geangelt werden. So benehmen sie sich auch, ey. Oh, hey. Das ist alles cool, Mann. Okay. Yes. Und wieder ein Schatz. Also Glück ist echt heute auf unserer Seite, ey. Oh, eine Geode. Finde ich richtig geil. Finde ich richtig, richtig cool, dass wir dieses Glück heute haben. Hier, dass es uns so beschert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, kann sich sehen lassen. So, komm. Vielleicht sollte ich es auch mal jetzt mit Controller spielen. Ich habe eigentlich ja... Oh, yeah, sogar perfekt da wieder. Oh Mann, eine Brasse, ja. Geil, ey. Jeder Fisch ist gerade ein Treffer. Ich meine, heute haben wir das Glück auf unserer Seite. Oh ja, der wehrt sich schon mehr, ne? Also hat man gerade gesehen. Der wollte schon eher wissen. Also Kaulbarsch, der kann sich auch schon mal wehren, ne? Der kann auch schon mal sagen, nee. Wie sagen sie immer in Schweden oder Stockholm oder Finnland? Also nee. Alter, ey. Richtig Blödsinn. Ach, jetzt war ich nicht mal bei der Pam, heißt die, ne? Wo ich Hühnchen krieg. Weiß auch gar nicht, ob ich noch irgendwas brauche für die armen Viecher.
wenn ich da noch irgendwas, oder warte mal, ist die Shorts vielleicht bei der Lea? Nein! Oh, es wäre fast perfekt gewesen. Das ist nur Silber, Mann. Mann, Mann. Von euch drei, davon euch drei, davon euch ein. Top. Müll. Klasse. Mit Müll. Mal sehen, ah, da können wir wieder Sachen rausmachen. Können wir wieder, aus dem Müll können wir Sachen rausgewinnen. Das ist schon mal ganz schön. Die Algen können wir essen. Ja, können wir. Hauptsache, ich hab's gesagt, dass wir Algen haben. Super, klasse. Das Großkino. Mich würde mal interessieren, wenn man sein Haus... Alter. Sein Haus upgradet, ob man später irgendwie so ein Bad haben kann, in dem man dann baden kann und dann dadurch Energie auflädt oder sowas. Das wäre eine ganz coole Maschine, ey. Bin noch eine Maschine. Oh, und wieder so ein Hecht? Nee, das ist hier... Könnte wieder eine Brasse zu sein. Okay. Jo, ist wieder eine Brasse. Max. Maximum. Speed. Oder Maximum. Aushauen, schlagen, Ding, Gedöns. Keine Ahnung. Irgend sowas. Halt. Ja. Blödsinn. So, komm hoch. Ja, yeah, der wird perfekt. Oh nein! Der wäre perfekt gewesen. Komm, einmal noch. Oh, überall Glühwürmchen. Glühwürmchen. Würmchen glühen. Ach, schön. Retten. So. Warten wir mal ab, was jetzt noch rauskommt hier. Komm, der war. Nein! Fuck. Oh nein. Ich habe es gesehen und ich habe es nicht gemauen und ich habe es nicht mitgenommen. Nein! Ich hab diese blöde Kiste. Wow, heftig. Echt, Ruhe. Echt. So. Echt. Boah, ey, der Hecht, ey. So ein Hecht, Mann. Den mal perfekt hinzukriegen, das ist, boah. Ich hätte gern die andere Angel, die kostet ja aber 1000 oder 5000 oder sowas. Ich weiß gar nicht, die ist ziemlich teuer. Weil die hätte ich gern und dann noch so ein Bleiding und sowas, Mann. Dass die Fische mehr auf dem Boden bleiben. Das ist schon cool eigentlich dann. Toll. Oh, jetzt hätten ja nochmal eine Kiste kommen können, ne? Dafür, dass das Glück so auf unserer Seite war. Toll. Ah, blöd, ey. Echt blöd. Ah, wenigstens eine Gerode nochmal bekommen. Nochmal eine Kiste. Komm, jetzt angeln wir doch nochmal. So lange dürfst du eine Kiste haben hier. Yes, wenigstens perfekter. Wie viel haben wir noch? Ah, wir haben noch Platz, okay. Komm schon. Jetzt nochmal hier perfekt. Perfekten Angel. Perfekten Angelrhythmus. Das wäre so nice, ey. Wär so geil. Wow. Ja. Ist auch klar. Ja, komm. Ah, der Hecht, ey. Ja. Geil. Ich glaube, so ein Hecht, der bringt echt viel, ne? So vom Geld her. Bin jetzt auf den Herbst gespannt, wenn der kommt, was wir da alles machen müssen. Und wir müssen auch weiter noch in die Höhle. Oh, wir müssen noch viel, viel weiter in die Höhle. Wir müssen die Höhle ja quasi komplett erkunden. Komm, eine Kiste nochmal. Leute, was ist los? Wir sollen eine doofe Kiste jetzt nochmal haben. Nicht nur diese elenden Fische hier, sondern Kiste. Ja. Hier müssen wir auch eine Gelee-Kiste einstellen. Also eine Gelee-Kiste für das ganze Gelee da, was wir produzieren. Und, oh, komm, der Hecht, der ist uns. Der, nein. Eigentlich die Zeit abgezogen oder berechnet. Ja, gar nicht drauf achten und angeln. Schon eine Kiste noch, komm. Schon 0 Uhr, ey. Jetzt haben wir nur noch bis 1 Zeit. Alter, komm. Eine Kiste. Komm schon. Lass die Kiste erscheinen, Mann. Nein. Oh, der wäre perfekt gewesen wieder. Kaulbarsch.
Dann ist genau, wenn der Hecht kommt, der Hecht, dann kommt wahrscheinlich wieder eine Kiste, ne? Ja. Okay, das ist ein Hecht. Ah, schätze ich mal. Nehmen wir einen Kaulbarsch. Jetzt wird's echt kritisch. Langsam wird's kritisch hier, komm. Kann den Tag nicht immer so hart ausreizen, weil am nächsten Tag sind wir immer so fertig. Also, Augen auf Halbmast und so. Yes. Okay, einmal angeln wir noch, dann gehen wir zurück. Komm. Einmal noch, und dann haben wir's. Um 2 Uhr ist nämlich Zapfen. Okay, der wird müde. Alles klar. Komm, wir gehen jetzt mal zurück. Kann ich jetzt nicht mehr nachgucken. So, 1 Uhr. So, jetzt gehen wir zurück und pennen erstmal eine Runde. Kann ich eigentlich die Steine hier abpacken? Nein, dein Spitzhacke ist nicht stark. Natürlich nicht. Warum auch? Sollte ich die auch abhacken können? So. Warte mal. So, ich will jetzt hier nochmal verkaufen. So. So, das behalten wir mal. Weil Gründe. Eine Herzmuschel. Warte. So. Kommen wir hier rein. Um den Rest kümmere ich mich morgen. Gute Nacht, Tick. Ja. 18. Tag im Sommer. Richtig Kohle hier nochmal gemacht. Alter, die Prassen, die haben richtig Geld gemacht. Geil. Richtig geil.